So, dass man vielleicht schaut, wo ist wer wann. Und nicht schaut, okay, jetzt will ich nur für das bestimmte Verbrechen das anschauen. Können wir vielleicht kurz einmal auf die Gesetzeslage Aber eingehen? ich glaube, es ist nicht Aber. nur die Daten, die gesammelt werden, das Problem, sondern die Überwachung an sich. Die Leute verhalten sich anders, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Das stimmt. Und da gibt es zum Beispiel, es gibt ja auch diese Versuche jetzt, Überwachung im kleinen Stil bei so Klo-Männern oder sowas, wo da sitzt einer neben einer Schüssel neben dem Klo und dann musst du 50 Cent reinhauen. Wenn der nicht da ist, hat niemand was rein. Aber es wird eher was reingehauen, wenn man zum Beispiel auch nur einen Ausdruck mit ein paar Augen dorthin stellt, einfach eine Tafel. Und das ist ja schon Überwachung im kleinen Stil. Warum haue ich was rein? Es zwingt mir niemand, ich muss nicht, keiner kann es eigentlich überprüfen. Aber die fühlen mich einfach anders und verhalten mich demnach anders. Also, da gibt es ja wenn ich mein Verhalten umstelle, um irgendwie na natürlich oder normal zu sein, um nicht aufzufallen, das ist ja wohl ein Problem eigentlich. Weil dann macht man, schafft man da irgendwie eine Einheitsgesellschaft auf lange Sicht. Das greift eine deine persönlichen, also privat deine Berufsorgen, wenn du dich sonst gehalten würdest. Genau. Aber das ist auch das, was eher meiner Meinung nach schon in diese Richtung autoritäre Gesellschaft geht. Ja, natürlich. Also ich liebe die Filme aus den 1950er Jahren. So, nein, es ist so. Auch später, wo dann halt immer auf einmal im Film dann ein Schauspieler hergeht, der einen Polizisten mimt oder so. Und dann, das darf man so nicht tun. Aha, da gibt es eine Hemmschwelle, die muss da sein. Weil ohne diese Hemmschwelle würden wir quasi uns sofort den Schädel einschlagen. Und das halte ich für einen Schwachsinn, weil ich glaube, wir sind mittlerweile doch schon so weit gesellschaftlich nach, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren mitkriegen und in den inneren Konflikten, dass wir als Zivilgesellschaft schon sehr wohl sagen, auch wenn es keine staatliche Autorität gibt, dass wir nicht gleich den Nächsten umbringen, lynchen oder sonst irgendwie. Ich hoffe es zumindest, dass wir in Europa da anders sind, als man das jetzt in den USA in diversen Serien wie Revolution 2012 oder so sieht, wo dann auf einmal der Strom aus ist und ein Wallout nach dem anderen in den USA auftaucht. Also das sind so Sachen, wo ich sage, das ist auch bewusstes Programm, um den Leuten zu sagen, gibt es keine staatliche Autorität, gibt es keine Regeln, gibt es keine Überwachung, dann seid ihr alles Terroristen. Und das halte ich für eine schwachsinnige Message. Jetzt sagt niemand mehr was dagegen. Jetzt sind wir eingeschüchtert. Ich wollte nicht so autoritär auftreten. Genau. Bitte? Du bist der, der die Videoüberwachung macht, das wirkt sehr glaubwürdig. Aber vielleicht auch das Argument, Moment. also das Argument ist ja sehr, es ist immer, man geht da immer sehr auf auf die Systemebene, warum wird es überhaupt gemacht, welche Ebene das macht. Ich glaube, dass die konkreten Umsetzungen von Videoüberwachungen oft ganz wirklich versucht wird, eben von Argumenten von wegen Sicherheitsgefühl, wenn man jetzt gerade bei der Straßenbahn irgendwie also der Fahrer glaubt, dass er das braucht, weil irgendwas besser wird. Das ist ganz, dass man sich überlegen muss, warum oder was gibt es überhaupt für konkrete Einsatzpunkte, wo es irgendwie vielleicht legitim sein kann oder wo es einfach wirklich nur rein allgemein von diesem System bezogen ist oder vielleicht auch das repräsentiert, dass es in Richtung autoritärer Sache geht. Ja. Zumindest frage ich mir das immer wieder. Und wenn wir zu kurz über das drüber schauen, es gibt ja schon, was zum Beispiel für mich dieses Rettungsrufen oder Rettung informieren, wenn ich zum Beispiel sage, überwache jetzt in Wien ein U-Bahn-Gleis, ja, und schau, wenn da jemand runtergeschmissen wird, dann oder erkennt das und schau, dass die U-Bahn dann stehen bleibt. Das wäre für mich irgendwie eine Sache, wo man sagt, das könnte schon eine sinnvolle Videoüberwachung sein. Die Frage, ob ich da jetzt irgendwie erkennen muss, wer da oben ist, ist wieder andere. Ja. Und ob ich es Oder. überhaupt brauche. Weil ich denke eigentlich nur gleich auf die U-Bahn-Steige dort, wo sie eigentlich auch einen Notknopf drücken könnten. Könnten, ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es nicht eine gewisse Entmündigung ist, oder die Menschen damit so zu erziehen, dass man sich. Kümmert sich eh darum. Genau, es kümmert sich eh darum, ich bin nicht mehr zuständig. Also es ist eh unter Kontrolle und auch Zivilcourage Ja, reduziert und so, oder? aber zum Beispiel, das habe ich gesehen. Das war Ja, der da hinten. Also bin ich jetzt dran. Ja. Ich finde das Beispiel gut, weil irgendwie wäre es cool, wenn man das selber entscheiden könnte. So als Demokratie, dass man sagen, ja, so eine Videoüberwachung findet man okay und die findet man nicht okay. Und de facto können wir das gar nicht entscheiden. Also ich finde NSA und was Ed Snowden aufdeckt hat, ist das beste Beispiel dafür. Das ist die größte Überwachungsmaschine, Maschinerie der Geschichte und wir haben von uns das entschieden. Das haben irgendwelche Regierungsbeamten in den Hinterkammern entschieden.
und wir haben null Einfluss drauf. Das wäre ja voll okay, wenn wir als Gesellschaft sagen, ja, Überwachung ist gut für Terrorismus. Das wäre ja alles kein Problem, wenn es legitimiert wäre. Und das Riesenproblem für mich ist, dass das niemand von uns entschieden hat. Du hast die Regierung wohl entschieden, ob die überhaupt. Das ist das Problem. In der Vergangenheit waren die Methoden anderer, weil die Technik noch nicht da war. Aber ich finde, dass die Gesellschaft in irgendwelchen Geheimdiensten überwacht worden ist, das war immer. Ja, aber deswegen ja. Ist es nicht okay. Das war nicht okay, das will ich damit nicht sagen, aber es ist nicht jetzt gerade Erfindung aus der jüngsten Zeit, sondern es hat es eigentlich auch früher in der Geschichte schon gegeben. Ja, jetzt ist leichter in die Wohnzimmer quasi reinzukommen damit. Du kannst jetzt wesentlich mehr Leiter rausfinden. Aber zum Beispiel, wenn du sagst Wohnzimmer, das ist ein tolles Stichwort. Wie war das? Du bist ja auch so ein Spezialist dafür, Wolfi. In Bezug auf Xbox 360. Wo es dann auf einmal geheißen hat, ja, wir überwachen in Zukunft, wie viele Leute drin sind im Wohnzimmer und sich einen Film anschauen, weil dann muss dann sozusagen eine extra Gebühr bezahlt werden, wenn das über einer gewissen Anzahl von Zuschauern ist. Und weil das dann vielleicht als öffentliche Aufführung gilt oder was weiß ich nicht. Ja, es war zumindest also, schon von vornherein immer die Befürchtung, die Xbox hört ständig zu, damit du sie per Sprache einschalten kannst etc. Hat es geheißen, gut, okay, wir wissen nicht, was ist, wenn Microsoft 24 Stunden Video aufzeichnet und so weiter. Das ist aber gerade warm, gell, bei der neuen. Genau, ja, bei der neuen. Nicht 360, ja. Genau. Da merkt man, ich bin leider kein Kontrolleur. Nee, ich glaube, was vorher gerade ein bisschen gekommen ist, ist diese sehr allgemeine Überwachungsebene. Wer entscheidet überhaupt? Wird es überhaupt entschieden oder wird es einfach gemacht und dann ist es da, ja? Warum ich vielleicht jetzt überhaupt Videoüberwachung draufschreiben habe? Man kann ja sagen, diskutieren wir lieber allgemein über Überwachung oder diskutieren wir lieber gleich über, warum werden alle unsere Metadaten überwacht und unsere Standortdaten, bla bla bla, unsere Telefonate abgehört. Ich glaube, man kommt da sehr schnell auf eine sehr, sehr große Ebene. Und für mich ist Videoüberwachung so eine kleine Ebene, die ich irgendwo noch begreifen kann oder versuchen kann zu begreifen und wo trotzdem schon viele Fragen auftauchen, die sehr ähnlich sind. Gerade von wegen, gibt es einen gewissen Zweck oder Sinn für eine Videoüberwachung irgendwo da? Kann ich den nachvollziehen? Wird der irgendwie geregelt? Wird irgendwo, wo ist die Entscheidungsfindung? Wird die irgendwie, gibt es da Einschränkungen, gibt es die nicht? Und deshalb beschäftige ich oder denke ich mir, interessiert mich das Thema hauptsächlich von dem Kontext aus und wenn man dann versucht, vielleicht doch auf ein weiteres Spektrum zu kommen. Ich wollte noch was sagen zu der Frage, ob das dann die Gesellschaft entscheidet oder abstimmt. In der idealen demokratischen menschenrechtsakzeptierenden Gesellschaft möglicherweise. Ich brauche nur, weiß ich nicht, wenn ich jetzt denke, eine homophobe Gesellschaft, die Österreich vor 50 Jahren noch viel, viel mehr war, als es in Teilen immer noch ist. Und die entscheiden dann, was überwacht wird, weil es dem gesellschaftlichen Mehrheitsprinzip nicht passt, dass eben beispielsweise eingeschränkt oder was auch immer oder früher waren es dann halt unverheiratete Paare oder welche Dinge auch immer, ist wahrscheinlich auch wieder gefährlich. Der ist grundsätzlich. Oder vertraut der Gesellschaft mehr als den Geheimdienst. Ja, genau, das ist ja. Aber ich meine, das ist nicht so easy, dass man gleich sagt, eine Gesellschaft entscheidet gleich einmal gut, weil es gibt auch die Teile der Gesellschaft, die dann laut schreiben, wenn irgendwo ein Verbrechen oder ein vermutetes Verbrechen war, jetzt jemand mit dunkelhaltigen Sitz habe, die dann gleich ganz andere Dinge fordert. Also, Du sprichst ein wichtiges Thema an, weil ich vergleiche immer gerne zwei Gesellschaften in der westlichen Hemisphäre, die absolut autoritär grundorientiert waren. Bitte mich jetzt nicht als Antisemiten oder so zu deklarieren, aber das ist einerseits Israel mit Überwachung der Palästinenser und andererseits war das eben das alte Südafrika im Apartheid-Zwischen. Und das waren geduldete Systeme, wo eben sowohl eine Minderheit oder halt eine gewisse Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, diese Gruppe muss besonders überwacht werden. Und das hat einerseits die Politik argumentiert mit der Gesellschaft, dass man gesagt hat, die Gesellschaft, unsere Wähler vor uns. Und andererseits, die Gesellschaft hat es auch verlangt mit Hinweis auf
Probleme in der Wirtschaft mit Hinweis auf Terroranschläge etc. Also es ist, glaube ich, ein Wechselspiel. Wir sind wieder sehr allgemein, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eben, wo wird die Entscheidung eben getroffen und wer trifft sie. Ja? Und bei Videoüberwachung ist es halt, ich wollte eigentlich nur zuerst kurz auf die gesetzliche Lage eingehen, vielleicht, weil es gibt ja Entscheidungen getroffen worden sind, das wird real, das ist jetzt alles nicht hypothetisch, das wird real durchgeführt, es gibt Entscheidungen, die da von dem gewählten demokratischen Österreich getroffen worden sind, aber wie das bei uns geregelt wird. Und es ist so, dass Videoüberwachung generell jetzt mal beantragt werden muss, sobald es, da gibt es mehrere Stufen. Solange es im Privatbereich ist und keine Menschen im öffentlichen Bereich oder überhaupt Menschen, die vorbeigeht oder so, sondern nur Eigentum beobachtet, ist das eigentlich, muss man so gut wie gar nichts machen, da muss man es nicht mal richtig kennzeichnen oder sonst was, ist das relativ okay. Also zum Eigentumsschutz ist das fast komplett frei. Sobald es irgendwie öffentliche Plätze, gerade wo man theoretisch Menschen erkennen könnte, geht, dann gibt es schon wesentlich mehr Einschränkungen. Es wird immer krass unterschieden zwischen dem, man macht eine Live-Überwachung und man zeichnet es nicht auf, und zu dem, man zeichnet es auf und verwendet es danach. Generell ist es so, dass man da schon einen sinnvollen Grund haben muss, dass man das sonst als Privatperson kann man nicht einfach eine Kamera hinstellen und seine Straße überwachen. Das ist an sich nicht legal. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man überwacht seine Garageneinfahrt und ein bisschen mehr und schaut, dass da niemand zubefahrt, wenn man das gut argumentieren kann und man sagt, man sieht da die Menschen an sich nicht und die braucht das wegen der Versicherung oder sonst was, kann sein, dass das sowas dann genehmigt wird. Aber das ist an sich genehmigungspflichtig. Es gibt, kann euch den Link dann geben, aber es gibt von AK Vorrat oder von sonst was, es gibt eine recht gute Seite, wo man das so theoretisch ausfüllen kann, Punkt für Punkt, was wird die Videoüberwachung tun. Also wird sie Personen überwachen, wird sie öffentlichen Bereich überwachen, wird sie nicht, wo man dann schauen kann, wird das unter die gesetzliche legale Lage fallen. Generell ist es so, dass dann bis zu 72 Stunden irgendwie das so maximal gespeichert werden darf, die Daten, und dann müssen sie gelöscht werden. Wie man das irgendwie durchführt oder nicht und das kontrollieren kann, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache, das steht dann auch drin. Und wenn die dann öffentlich Plätze überwacht, muss die gekennzeichnet werden. Ja? Es gibt dann noch extra Gesetze, das ist irgendwie so privat, zivilgesellschaftlich, Firmenüberwachung, und dann gibt es halt extra polizeiliche oder Videoüberwachung, die nochmal irgendwie extra gehandhabt wird. Gesetzlich. Das ist so die eigentliche Lage, die jetzt meiner Meinung nach gar nicht so tragisch ist. Das hört sich eigentlich ganz okay an, würde man so denken. Die Praxis ist gefühlt ein bisschen andere. Ich weiß nicht, ob ihr arbeit.at kennt. Wenn nicht, auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ein Projekt, wo eigentlich einfach ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Videokameras, die man von der Öffentlichkeit sehen kann und die öffentliche Plätze oder öffentliche Dinge überwachen vor Geschäften, die halt dann zufälligerweise ein bisschen mehr als den Geschäftseingang überwachen, aufzuzeichnen und auf einer Karte einzutragen. Und wenn man da auf Graz geht, ergibt es ja ziemlich krasses Bild und sieht man, dass da viele Kameras einfach ziemlich sicher nicht angemeldet worden sind, dass nicht gefragt worden ist oder einfach auch nicht ausgezeichnet worden sind, gekennzeichnet sind und trotzdem Teil von öffentlichen Plätzen überwachen und Personen durchaus aufnehmen können und wo komplett unklar ist, was mit den Daten passiert. Also das auf jeden Fall mal anschauen, für alle, die es nicht kennen. Ich habe vor kurzem, ein paar Wochen ist hier im Standard gelesen, da war eben ein größerer Artikel zu dem Thema, wo, glaube ich, Forscher von der Uni Linz oder Innsbruck, weiß ich jetzt nicht mehr, also Universitätsprofessor mal gefragt hat zum Thema Datenschutz und einmal sich angeschaut hat,
welche Kameras da eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden, was sie überwachen, und hat dann auch Datenschutz, also wie ist das nach dem Datenschutzgesetz, eine Anfrage gestellt an die Betreiber. Und viele argumentieren dann vielleicht auch absichtlich, ja, wurde falsch gestellt oder so, sie wollen sich einfach nicht die Arbeit antun, dass sie die Daten herausgeben. Oder nicht nachrecherchieren, wie auch immer. Da ist halt auch immer wieder die Frage, übernimmt die privaten, also übernimmt die private Gesellschaft die Aufgaben, die die Öffentlichkeit, also die öffentliche Organe oder halt der Rechtsstaat hat, und ob diese Aufgaben oder diese Freiheiten, die sich nehmen, nicht unsere Freiheit immer mehr und mehr einschränken. Was du jetzt meinst, ist konkret im Kontrolle, ist die Kamera jetzt legal, ist sie eigentlich illegal, aber es tut niemand was dagegen. Und kümmert sich der Staat drum oder müssen wir uns drum kümmern? Richtig, weil es läuft eher so nach dem Beweiserbringung. Also sprich, die sagen meistens, na, wir haben keine Daten von dir. Du musst uns den Beweis erbringen, dass wir Daten von dir haben, was ja laut Recht nicht so wäre. Oder dann kommen halt so manche Schmähs daher wie, das hat so und so viel zu kosten, damit wir dir die Daten geben. Weil Aufwand. Mhm. Ist dir das eigentlich schon passiert oder hast du das schon mal gemacht? Was? Du meinst Daten anzufordern von den Überwachungen? Aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache, nicht nur, also das eine ist ja die Datenauskunft, also wenn man sagt, ich bin definitiv überwacht worden, ich bin mir recht sicher, dass ihr Daten von mir habt, gibt es mir die, ja. Das andere ist zu sagen, ich bin mir relativ sicher, dass ihr illegale Videoüberwachung betreibt. Ich zeige das irgendwo an. Das wäre jetzt der andere Punkt. Ich finde ja, dass private Videoüberwachung ziemlich wurscht ist. Also mir zumindest, weil ich glaube, dass jeder private Eigentümer Recht hat, sein Eigentum zu schützen. Ich finde, das wirkliche Problem ist die staatliche Überwachung. Weil, ja, also wenn der seine Garage führen möchte oder sein Kaufhaus überwachen will, dann sollte er das machen, wenn es eben mit den Anträgen und so als legal abläuft. Das große Problem ist, glaube ich, dass der Staat sich einfach Rechte geholt hat im Namen der nationalen Sicherheit und Bürgerrechte in den letzten Jahren, also nach 9/11, einfach sehr eingeschränkt worden sind. Und de facto haben wir sehr viel von Unschuldsvermutung verloren, weil wir werden pauschal überwacht, also jetzt, ich komme schon wieder ein bisschen vom Thema ab, weil ich rede eigentlich von der Vorratsdatenspeicherung. Aber das stimmt bei der Videoüberwachung auch. Also aber da ist es noch nicht so groß, aber wir werden pauschal überwacht, die Exekutive beginnt zu arbeiten, bevor überhaupt der Straftat begangen worden ist. Und das ist eigentlich im 21. Jahrhundert schon sehr bedenklich. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass der Vertrauensgrundsatz umgekehrt ausgelegt wird, nämlich als Form eines Misstrauensgrundsatzes. Ja, das ist gut. Und der Unschuldsvermutung gibt es nicht mehr. Die Exekutive glaubt, dass du was falsch machst. Oder, oder auch ein Kaufhaus. Warum überwacht ein Kaufhaus seine Waren oder seine Räumlichkeiten? Weil es davon ausgeht, dass einer, du nicht jetzt explizit, aber dass jemand... Aber du könntest einer sein. Du könntest einer sein, ja. Die Leute öffnen aber freiwillig ihre Taschen auf genug, geben ihre ganzen Daten für irgendwelche seltsamen Kundenkarten her und so. Das passiert allerdings alles auf Freiwilligkeit. Ja, also wenn sich der Mensch freiwillig zum gläsernen Menschen macht, dann ist er selber schuld, genauso wie... Wir lassen uns freiwillig versklaven in dem System. Also wir sind Sklaven des eigenen Protokolls, nennen wir es mal so. Nur ein kleines Detail noch, aber wenn ich sage, ich mache eine Kundenkarte und ich überlege mir vorher, nein, ich möchte nicht, dass die meine Adresse wissen, sage ich einfach, passt, okay, mache ich nicht. Was ich sagen, oder was ich für ein Argument vorbringen könnte, wenn es heißt, im Laden dürft ihr in die Tasche reinschauen und ich sage, nein, dürfen sie nicht wegen Datenschutz oder sowas, dann ist natürlich ziemlich schnell so ein Gedanke da wie, ah, der hat da irgendwas drinnen, was gefladert worden ist. Also ich mache das regelmäßig zu sagen, dass sie meine Tasche nicht sehen dürfen, sie können gar nichts. Sie kommen immer mit einem Autoritätsschmäh. Mir ist das vor Jahren passiert. Das stimmt. Wer hat gesehen, dass ich was eingekauft habe und wollte trotzdem nochmal in meine Taschen reinschauen? Dann haben wir gedacht, okay, gut, das heißt, er misstraut mir trotzdem, obwohl ich gerade in dem Geschäft 20 Euro ausgegeben habe. Und dann kommt er mit dem Argument, er ist Detektiv,
und zeigt mir so Detektiv mal. Schöner Detektiv ist, das ist mir das ganz egal. Und dann, ja, aber das ist eben diese Barriere, die ich meine, also diese Autoritätsbarriere, die damit steht. Ich glaube, es tut mir das mit, es ist ganz legitim, dass ein Eigentum überwachtet ist. Ich glaube, das ist gerade bei der Videoüberwachung eine spannende Frage oder eine schwierige Frage, weil eben da diese Räume, gerade zum Beispiel die Straßenbahn ist ja ein Unternehmen, das gehört, ist von einer Firma, aber das ist komplett öffentlicher Raum. Ja? Also das ist halt jetzt, die argumentieren, wir sind eine Firma, wir haben dort AGB, also wir haben Bedingungen, aber eigentlich ist dort ein öffentlicher Raum, wo du sagst, du wirst im öffentlichen Raum überwacht. Das ist halt das bei Supermärkten ganz ähnlich. Es gibt ja bei Shopping Malls nur ganz andere Diskussionen von wegen Eintritt und Neid. Ja. Und wo gibt es da Grenzen? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass das gerade bei der Videoüberwachung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und die Frage ist immer, wann kommt es davon? Also zum Gemeinderat, das ist dann voll anlassbezogen, wenn man wieder so die Debatte kommt und nicht jetzt wirklich nach sorgfältiger Prüfung von Grundrechten und von Notwendigkeit und Fehler, immer, auch wenn meine Position trotzdem klar wird, dass ich davon bin, aber es ist nicht einmal sorgfältig geprüft, sondern kommt einfach, weil jetzt gerade die Drogendealer in dem Eck vom Volksgarten wieder einmal sind oder so. Also es ist nicht einmal, wenn man so, es ist auch populistisch und das macht es noch schlimmer und noch weniger vertrauenswürdig natürlich. Ja, der Commitment Jobs, du kennst dich von der Ja, genau. Du musst halt da nicht sehen, was im Volksgarten und dann sagt jetzt die Stadtregierung, ja, wir hängen vor der Kamera auf und dann sagen alle. Du kannst 100 Mal mit den Statistiken kommen und sagen, dass das nicht kritisch ist und wieder so. Ja, naja, sehr wohl, schaut ja auch nicht. Ja, dann steht ja der nächste Eichen. Schaut ja auch nicht, dann kommt. Wenn ich es zu verwerben habe, bla bla bla, dieses Ganze immer. Ihr habt es ja vor, wir kommen vor, die Grünen waren da, glaube ich, auch bei diesem Antrag dabei, um mal offen zu legen, wie viel die Videoüberwachung im öffentlichen Raum kostet oder im öffentlichen Verkehr. Das ist ja 1 Million Euro und gleichzeitig heißt, man muss Buslinien zurückfahren, damit man Einsparungen durchführen kann. Das ist ja der falsche Weg, oder? Ja, klar. Wie viel hat das eigentlich? Die Argumentation, ja, ja, und das ist jetzt, weißt du, da muss ich sagen, das ist schon eine wirtschaftliche Frage auch. Bei Privatunternehmen, ich habe immer wieder die Diskussion mit einem Freund von mir, von wegen Internetbanking ist viel sicherer, als wenn ich einen Erlagschein in der Bank ausfülle und so weiter, wegen Unterschriftfälschung und so weiter. Und dass halt da Private weniger sicher, also die Sicherheitsvorgaben des Staates auf ihre Notwendigkeit runter reduzieren. Und gleichzeitig hast du im ÖV 1 Million Ausgaben für Videokameras. Bei was für einem Schaden im Vergleich? Wie viel ist das? Weil es jetzt Schaden, der durch Vandalismus und weiter. Richtig, und dadurch. Wird nicht, da weiß ich nicht, also wird nicht damit. Aber ist jetzt sicher nicht immer so. Kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in so einem Wohnbereich sich abspielt. Die Frage ist, wer profitiert davon dann im Endeffekt? Sind es dann Lobbyisten oder sind es dann Unternehmen, die das installieren und speichern, oder? Also, ja. Auswerten oder was? Ja, die einen Auftrag ja, bekommen. Sicher. Ja, irgendwer muss es, irgendwer muss ja Geld verdienen damit, weil natürlich, das kommt ja nicht von nichts. Richtig. Aber ich glaube, das Spannende, was mich interessieren würde, ist eben es kommt oft, es ist jetzt halt so, dass irgendwie jeden Tag Leute sagen, wir brauchen mehr Videoüberwachung, aber wenn irgendwas vorgefallen ist oder irgendwo, dann ist wieder eine populistische Meinung, mehr Videoüberwachung wegen Sicherheit. Und es wird eben, glaube ich, diese allgemeine Umkehr in Unschuldsvermutung, dass es auf die Grundrechte geht, das kommt ja oft gar nicht zur Diskussion. Selbst man versucht dann halt das zu widerlegen, klarerweise, was mit Statistiken da mit dem, dass das eigentlich nichts bringt, möglich ist, aber das wird nicht. Das kommt nicht auf die emotionale Ebene, da kommt man gar nicht ran. Und ist eben die Frage ist eben, ob man dann nicht eben allgemeiner gegen Videoüberwachung ansetzen muss und nicht nur irgendwie jetzt konkret auf den Fall bezogen, weil das meistens nicht hilft oder nicht funktioniert. Ja. Und was mich interessieren würde, also ich habe irgendwie mir also ich finde so Projekte über Arbeit ziemlich faszinierend und interessant, von dem, dass sie das überhaupt mal aufzeigen, dass man überhaupt mal sichtbar wird, sowas. Aber jetzt, ich habe auch weniger das Problem mit einzelnen privaten Videoüberwachungen. Ich sage jetzt mal, wenn die öffentlichen Platz überwachen, finde ich es ziemlich uncool, aber da kann man verhältnismäßig einfach was dagegen tun, indem man die versucht anzuzeigen oder das aufzuzeigen. Es ist eben vielmehr das Problem mit diesem halböffentlichen Raum, wo das eben eigentlich erlaubt ist, aber nicht so klar geregelt ist. Und es ist eben da die Frage, wie man das versucht, wie man da irgendwie überhaupt dagegen vorgehen kann. Genau. Ob man da irgendwie
gute Argumente oder wie man das mehr Leuten verklickern kann, dass das eigentlich eine scheiß Idee ist. Und dass das nur hauptsächlich viel kosten. Also ich glaube, das ist das Schwierige, wie es das Leuten, die jetzt nicht drüber so denken, wie die verklickern. Ich kann mich erinnern, als die Infostände und so weiter waren, gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wie viele da halt kommen sind und sagen, ja, was ist denn, ich habe nichts zu verbergen und so weiter. Wo du jetzt, du redest dir den Mund mit irgendwelchen Beispielen, die haben gesagt, aber das betrifft mich nicht und mir wäre das wurscht und so. Das heißt, es ist total schwer. Es geht dann ab und zu, findest vielleicht ein Beispiel, wo die Person dann merkt, ja stimmt, das würde ich auch nicht wollen, dass die anderen das wissen oder so. Aber es ist echt schwierig gewesen. Unsere allgemeine Diskussion wäre, würde ich auch sinnvoll finden, aber jetzt vielleicht auch als Stadtpolitik, würde ich sagen, es geht immer nur an was bezogen. Da kommt dann halt ein Vorhaben, dort wieder irgendwas auszubauen an Überwachung und dann wird über das genau diskutiert und nicht über Grundrechte allgemein oder so. Wobei, so vehement ich gegen diese Videoüberwachung ging, bei dem einen Beispiel Karlslinien waren das Straßenlandfahrerinnen, der kleinen I, die sich eben, wenn sie abends die rausfahren, nein, es ist ein witzig, die dann, wenn sie irgendwo im Bus irgendwo rausfahren und allein drin sind. Das Innen habe ich gemeint, das gefällt mir. Das mit. Egal. Mit kleinen I. Ja, das mit kleinen. Die Aussage. Die Aussage mit kleinen I, weil es geht nicht. Egal. Der Wegfall vom Binnen-I. So habe ich das gemeint. Also, na, weil du es vorher dann, als du es aufgegriffen hast, von den Fahrern, es hat konkret Frauen betroffen, die, wenn sie dort arbeiten, sich unsicher fühlen, wenn halt sonst kaum mehr Leute im Bus oder Ding sind. Und da, die haben, also, das muss man schon hören auch. Ja? Und man muss sich irgendwas überlegen, wie man für die ihre Arbeitsbedingungen so machen kann, dass sie sich nicht bedroht fühlen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das war damals als erste Option, dass sie zumindest jetzt eine Kamera, die nichts aufnimmt, damit sie zumindest sehen, was hinter ihnen passiert. Das ist ja nochmal was anderes. Eben. Aber indem man sich, ich tue mir leicht, weil ich nicht in der Situation bin, dass ich mich bedroht fühle. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man sonst in so einem Fall jetzt datenschutzmäßig und von dem ganzen her wirklich tun soll. Aber das ist ja auch so. Knopf oder sowas sprechen, zum Beispiel in der Straße. Mhm. Ja. Das ist ja auch so eine Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ja, das habe ich zum Beispiel zwischen Straßenbahnfahrer. Früher hast du neben den Straßenbahnfahrer hinstellen können, halt ist eine Wand dazwischen. Mit einem abgeschlossenen Glas und so weiter und so fort. Das ist aber nicht überall so. Wahrscheinlich geht es eher um die Fahrer und die Fahrerinnen und um diesen offenen. Ja, genau. Das sind, die alten Garnituren haben alle nur einen offenen Zugang. Genau. Aber im spätestens, ich glaube bis 2016, 17 wird die letzte Tranche von der Variobahn ausgeliefert. Richtig, ja. Und der Fahrer wird halt immer mehr abgekapselt. Aber das ist auch ein Teil von dieser Entwicklung, die du generell siehst beim Umgang mit Behörden. Dass immer mehr und mehr diese Glaswand aufgebaut wird. Und auch dann noch beim Arbeitsmarktservice oder sonst irgendwo dann noch Videoüberwachung dazukommt. Das ist alles Teil einer, sage ich mal, sich autoritär weiterentwickelten Gesellschaft. Und das geht weit weg von dem, wie wir es ursprünglich gekannt haben. Oder gekannt haben, sagen wir es so. Ich möchte noch dazu fügen, weil das ist das andere Argument, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu verbergen. Das kommt ja immer in der Debatte. Und ich finde das einfach schön, weil das mit der NSA das Argument weggefallen ist. Weil du musst nichts zu verbergen haben, du musst dann nicht einmal was falsch gemacht haben und du kannst trotzdem, Entschuldigung, im Arsch sein. Die NSA hat so viel Macht, also entweder wenn sie wirtschaftliche Interessen haben oder politische, wenn sie wollen, dass du im Arsch bist, dann können sie das. Weil sie das Gesetz erlaubt, einmal drei Sprünge zu machen. Sprich, wenn du am Telefon 200 Kontakte hast, können sie drei Sprünge rückverfolgen. Sprich, 200 hoch 3 ergibt 8 Millionen Menschen. Wenn einer davon unter Terrorverdacht steht, haben sie das Recht, das bis auf dich zurückzuverfolgen. Und wenn du mit deinen GPS-Daten gerade zufällig 3 Kilometer von dem entfernt warst, stehst du auch unter Terrorverdacht. Sprich, es gibt einer so viel Macht, du musst nichts falsch gemacht haben, du musst nicht einmal was verbergen wollen, aber wenn sie wollen, haben sie Macht.
Ich frage es noch, was eigentlich Terrorverdacht eigentlich heißt, weil wenn ich mir denke, es gibt ja schon gute Gründe, dass manche Menschen gegen irgendwas protestieren und wenn es halt gerade zufällig gegen die Regierung geht und die möchte dann am Ort bleiben, wie es halt in manchen Ländern so ist, dann bist du halt ein Terrorist. Also wir haben ja heuer das 100-jährige Gedächtnis an den, also an den Ersten Weltkrieg. Und in Thalerhof ist ja das erste Internierungslager errichtet worden im deutschsprachigen Raum. Und da war es halt damals auch durch eine Paranoia, so dass man halt vor allem Ruthenen und Polen dort eingesperrt hat. Und das war auf Basis eines reinen Verdachtmoments oder von Indizienbeweisen. Nicht, weil man gegen die Leute tatsächlich vorgegangen ist. Umgekehrt, das waren die teuersten. Also diese Regimenter haben zwar immer wieder Schwierigkeiten gemacht, aber eigentlich waren da keine großen Probleme meistens. Also das waren diejenigen, die am patriotischsten für dieses Land gekämpft haben. Und deswegen ist es eigentlich eher beschämend, dass man heute wieder in diese Richtung geht. Wo man eigentlich eh weiß, Moment, wir haben zwei Weltkriege hinter uns, wir wissen, was Überwachung bedeutet. Die Russen haben dasselbe Thema, ich meine, da hat der Frank Strom auch, nicht jeder wird mir da recht geben, aber hat er nicht Unrecht, wenn er sagt, die Österreicher und die Russen sind die beiden Völker in ganz Europa, die am wenigsten von Demokratie verstanden haben, weil sie es nie gelebt haben. Weil auch immer selbst die Freiheit in gewissen Grenzen und Schranken repräsentiert wurde. Aber das Land der Freiheit, das Setze und das Land der Freiheit, das ist das Vorreiter. Das ist ja, das meine ich ja gar nicht. Das meine ich, das ist ja die Freiheit. Die Freiheit ist immer das, was du daraus machst. Sehe ich so. Ich hätte noch eine Frage zu den Kameras in den Straßenbahnen. Hat irgendwelche Informationen darüber, ob da tatsächlich, also ich sagen, ob das bis jetzt was Positives gebracht hat? Ich habe zwar selbst persönlich nie irgendwelche Probleme wie Vandalismus oder sowas mitbekommen, weil irgendwelche Jugendliche, die herumschreien oder sowas, die machen sich da noch nicht strafbar, okay. Aber gibt es da, wie Sie sagen, irgendwelche Argumente von der Holding Graz, die sagen, ja tatsächlich, wir sind jetzt auf einmal besser dran seit den Kameras? Gibt es ja Diebstähle und Vandalismus damit aufgedeckt bis jetzt oder sowas? Es ist also, die Holding, ja, halt haben sie einen Auftrag gegeben und die sind dann aber ich weiß jetzt konkret nicht, es war auf jeden Fall schon Thema, dass man das haben will. Für die Kameras weiß ich jetzt nicht, aber für die, dass du im Bus jetzt das Ticket wieder zeigen musst, ist ja wohl rückgemeldet worden, dass das schon so viel an Verbesserung gebracht habe. Die müssen ändern. Ja. Das sind halt die es beauftragen und haben wollten, liefern dann auch den Bericht, ob das was gebracht hat. Ne? Und das den Gegenbeweis zu sagen, ich meine, kannst du nicht sagen, ich weiß nicht, wie oft vorher in den Bussen irgendwas war, also kann ich auch das Gegenteil nicht beweisen. Ist sehr schwierig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich seriös Studien nennenswerte Ergebnisse bringen wird. Aber ja, so. Das kannst du ja nicht nachweisen, so man schaut am Anfang, vor der NSA-Affäre hat es dann so geheißen, die NSA hat 12 Terroranschläge in den USA damit verhindert. Ja, genau. Und das haben sie dann halt nach unten korrigiert, je nachdem wie die Leute mehr nachgeschaut haben, aber das kannst du ja nicht beweisen. Ich kann auch sagen, ich habe gestern einen Terroranschlag am Hauptplatz verhindert, weil da wollte jemand eine Bombe bauen, aber ich habe gesagt, nein, lass das. Ich habe bei meiner Flugreise einen Terroranschlag verhindert, weil ich wollte nicht losspringen, aber ich habe mir doch anders überlegt. Wunderbares Argument gegen die Videoüberwachung, gegen die Vorratsdatenspeicherung war, dass der deutsche Geheimdienst mal offengelegt, wie viele E-Mails er da kontrolliert hat, also BND. Und das waren 32 Millionen. Und davon haben 237 mit Straftaten zu tun gehabt. Und ich weiß nicht, wie viel davon nochmal was mit Terrorismus zu tun hat. Also, wann ist der letzte Bericht von Österreich rausgekommen? Jetzt im März, oder? Das ist doch immer im BVT-Bericht, oder? Ja, der war. Das war, glaube ich, im März. Das ist übrigens auch lustig, weil der ist nämlich politisch motiviert, weil in Österreich wird explizit noch die Straftaten von, werden explizit noch die Straftaten von den militanten Tierrechtsschützern erwähnt. Und das ist immer so lustig, wie viel die in einem Jahr machen im Vergleich zu den Nazis in einer Woche. Also ich habe jetzt nachgeschaut, bis 2017 werden es dann ca. 1,5 Millionen Euro sein, was an die Überwachung von den Öffis gegangen ist, mit 28.000 Euro laufende Kosten im Jahr.
Und ob da der Vandalismus, der dadurch behindert wird, dann sich in den Größenordnungen abspielt, ist halt dann wieder die andere Frage. 28.000, das sind für mich umgerechnet, wie viel sind das, 14 Buslenker im Monat? Nein, sie sind also 28 im Jahr halt. Ja. Achso, im Jahr. Okay, gut, das ist dann auch der Gehalt von einem Straßenbahnfahrer, steckt sich an, oder zwar an. Das ist jetzt eine Summe, die der Referat ausgegeben ist, aber das wird jetzt nicht zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes sehr beitragen. Aber man kann durchaus sinnvollere Sachen damit auch tun. Ja. Ja, man bräuchte Zahlen dazu, wie viel wirklich der Vandalismus davor gekostet hat, Reparatur oder sowas. Und die Bezeichnung war sehr stark, dass das auch über 28.000 Euro im Jahr geht. Ich glaube, dass die ganze Diskussion halt schon wieder schwierig ist. Wenn du jetzt wieder einlässt auf die Zahlendiskussion, dann bist du auf einer Ebene, wo es halt eigentlich nicht gewinnen kannst, so gefühlt. Ja. Halt, du wirst da nicht vorbeikommen daran. Ja. Also, dass man zum Beispiel jetzt bei dieser Bus-Ticket, die da zeigt, ist uns versprochen worden von den Zuständigen bei der Holding, nach Protest und so, dass wir einen Bericht kriegen, was vorher denn eigentlich die Probleme gewesen wären, ist aber bisher noch nicht gekommen. Wieso wird das eingeführt? Da müssen wir erstmal nachweisen, dass es unbedingt so zwingend notwendig war. Aber jetzt auf dem Video, oder weiß ich nicht, ob wir da Zahlen kriegen. Aber kann man nochmal nachfragen. Ne? Aber wie gesagt, es liefern dann die Zahlen, die das haben, glaube ich. Ja, aber. Ich habe mir selber bei der Kupfer kurzfristig gearbeitet und habe nach 2 Monaten dann wieder meine Uniform zurückgegeben, weil ich wusste, okay, das kann so nicht funktionieren. Aber es war so, ich glaube im Jahr 2000, als gerade die Schwarz-Blaue Regierung das Ruder übernommen hat, hat es Österreich weit über 40.000 Polizisten gegeben, heute sind es 21.000. Und genau in diese Lücke hat sich ein sogenannter zu entwickelnder Markt aufgebaut, und das ist der von den Überwachungsmitarbeitern, also den Mitarbeitern im Überwachungsgewerbe, Bewachungsgewerbe, wie auch immer man das bezeichnet. Und die sind jetzt, glaube ich, bei 16.000. Und das heißt, dieser Markt wird aber noch größer. Also, dass die andere Wahrheit ist, 54 Stunden, ich meine, du kriegst so super 1900 Euro im Monat brutto, aber 54 Stunden in der Woche Arbeitszeit. Also das ist auch in diesem Bereich. Bei diesen Überwachungs. Ja, Komfort, Securitas, wie auch immer. Also wenn sie noch Arbeit haben, Arbeitsqualität automatisiert ist, vor allem die Arbeitsstände. Das ist schon richtig, aber das Problem ist, dass die Ausbildung in dem Bereich, vor allem von der Sensibilität her, viel zu schlecht ist, respektive eigentlich gar nicht existiert. Also du gehst dorthin. Ich bin deswegen hingegangen, weil ich mit einem Bundesheerler vorher zusammengearbeitet habe, als Freiwilliger bei Sicherheitsarbeiten im Eckenberger Bad bei der Jugendweltmeisterschaft, der gemeint hat, hey, du hast da Potenzial, schon kannst du das machen. Und ja, mit dem habe ich der ist 20 Jahre beim österreichischen Bundesheer und arbeitet nebenbei bei der Gruppe vor. Über die Legitimität von sowas, dass ein Beamter gleichzeitig bei einer Privatfirma arbeitet, die auch in dem Bereich tätig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, der Gigi hat dann zu mir gesagt, ich habe gesehen, du kannst das ja machen, und er wollte eigentlich ein eigenes Unternehmen machen, und ich habe gemeint, später nach dem Studium könnte ich ja das einsteigen, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, es war dann so, dass ich gesagt habe, Moment, ich komme da hin, es gibt keine gescheite Ausbildung, du wirst nicht wirklich gescheit eingewiesen, was du zu tun hast. Es wird nicht ausdiskutiert, welche Funkbefehle auszuführen sind, beim Bundesheer, jeder, der beim Heer gedient hat, was es da gewisse Funkordnung gibt, etc. pp. Solche Sachen fehlen nicht. Es steht einfach nur da, Regel im Verkehr und stelle dich dahin. Gut. Ich glaube, das Laut wäre schon zu Ende. Ich kann das auflassen. Die tolle Antwort, was man dagegen tut, das bleibt leider immer aus. Aber wie gesagt, Arbeit.at anschauen, mal schauen, was auffällt, und vielleicht auch, also was immer vorkommt, ist, wir mal probieren, gerade wenn ich Private finde, die ganz klar nicht gekennzeichnet sind und in der Öffentlichkeit überwachen, aber mal schauen, ob ein Beschwerde einreicht, fertig. Oder halt auch vielleicht versuchen, bei denen mal zu schauen, ich weiß, ich bin da überwacht worden, gebt mal die Daten raus und schauen, wie sie reagieren. Das sind jetzt alles Kleinigkeiten, die vermutlich auf der größeren Ebene nicht wirklich viel bringen werden. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man mal das Gefühl hat, man will überhaupt was tun, sicher nicht ganz blöd. Was auch
dringende Forderung wäre, dass diese Datenschutzkommission personell aufgestockt wird. Ich habe das von einem Fall von einem Arbeitskollegen mitgekriegt, der die Bank hat Auftrag gefunden über das Gemeindeamt, dass er seine Frau ein weiteres Baby gekriegt hat, sofort Werbebrief mit persönlich adressiert und allem möglichen, wo dann, wo haben die bitte das her? Das muss irgendwie über Gemeindeamt oder sonst wie durchgesichert sein. Er hat dann versucht, dort die Daten zu kriegen und Auskunft zu bringen und hat, ist halt irgendwie hingehalten worden und sonst wie, weil das es war einfach ganz klar ein Vergehen. Die einzige Möglichkeit, die er dann noch gehabt hätte, wäre gewesen über die Datenschutzkommission, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Beschwerdestelle heißt, und die sind aber so gering ausgestattet, dass es halt ewig dauert, bis sie den vielen, vielen Fällen nachkommen können. Also das wäre, glaube ich, was man auf jeden Fall auch ansetzen müsste. Aber wie man das schaffen, weiß ich jetzt auch nicht. Überwacht, Überwacher. Überwacht, Überwacher. Ich glaube, in der Diskussion auf Umkehr der Unschuldsvermutung und auf die Argumentation auf einer anderen Ebene ansetzen. So, die Videoüberwachung wird beendet.